Von welcher Seite bin ich eigentlich reingekommen? Oh, definitiv nicht diese Seite. Ich sollte wahrscheinlich eigentlich zurück zum Hotel, oder? What in Krott's name happened here? Oh, I haven't a clue myself. There's gotta be someone at the hotel who knows something. Ich soll zum Hotel zurück. Dass ich permanent davon ausgehe, dass meine Lampe aus ist. Pfad des Pilgers. Ja, war ja klar. Jetzt haben wir hier infizierte Hunde mit Tentakeln, die aus dem Rücken sprießen. Okay. Ich sehe schon, ich bin wieder im Resident Evil 4 dort angekommen. So wie das aussieht. Once, Krott was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krott. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krott's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krott's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Okay, und warum zum Geier ist hier so ein Stargazer, der irgendwie aussieht, als wenn der verfallen wäre? Und warum war da so eine Art, weiß ich nicht, goldener Rabe? Kann ich jetzt nicht benutzen. Ja. Aber dafür habe ich da vorne einen Stargazer. Hä? Habe ich gerade das Tutorial vom Spiel abgeschlossen? Kommt mir nämlich gerade so vor. Als hätte ich gerade das Tutorial abgeschlossen. Und dann gehen wir mal zurück zum Hotel. Mal gucken, was da die Leute labern. Mann, ist das ätzend, wenn man da irgendwas im Auge hat und das geht und geht und geht und geht nicht weg. Warst du hier Polonaise oder so ähnlich? Nee, du bist Pulcinella. Du bist Veneni. Du bist... Wer warst du nochmal? Ah ja, Eugenie. Is it true you brought him here? Well, I didn't know he was still alive. Thank heavens. I haven't seen him in person, and I don't know how I'd react. How do you thank the man who saved your life? I'm so glad that someone so kind has reached safety. And speaking of safety, please take care of yourself out there. Okay, vermute mal, den hierher zu bringen. You're not the only one who's curious. Most people get around to asking where I'm from. My looks give it away, don't they? Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. But I wouldn't be much of a tour guide. All I know about it is their weapons. My family was a house of weapons specialists. It's quite a reputation to live up to. They almost took charge of planning for the grand exhibition. But that's their reputation, not mine. And they deserted me when I was little. I don't even know who they are. And my reputation is my own.
I suppose my only connection to them would be weapons. So I'm an orphan, and that hardly makes me exotic in Krat. Can I help you with anything else? War wohl kein Fehler gewesen, den hier einzuladen, den einen Typen da mit der Hundemaske. Den Filter habe ich übrigens gerade eingestellt wieder. Okay, ich will mal kurz was ausprobieren mit den Waffen. Wo ist die Rohrzange? Ist die gerade nicht hier drin? Ah, die ist gerade nicht hier drin, weil auseinandergenommen. Okay. Dann nehmen wir mal dich mit dem Griff von... was nehmen wir denn? Theoretisch hier von dem Polizeiknüppel. Mal gucken, einfach mal ausprobieren. Und nehmen wir dich und kloppen da den Griff von der Rohrzange mit dran. So. Ich will das mal nämlich mal ausprobieren, um zu schauen, ob das irgendwie gut oder schlecht sein könnte. Wait a second, wo? Wait, habe ich das nicht bestätigt oder so? Oder wieder was? I know my way around. Nee, habe ich nicht. By the way, nur so eine kleine Sache, aber jedes Mal, wenn ich im PlayStation-Menü bin, wo ich die ganzen Spiele auswählen kann, jedes Mal, wenn ich da die Musik von Lies of P höre, muss ich automatisch sofort an Wizage denken, wegen der Musik. Kann ich ja hier mal eben kurz zeigen, wenn ich die Taste finde. Ich muss da irgendwie an Wizage denken. Das oder Layers of Fear, den ersten Teil. Irgendwie komisch. Aus irgendeinem Grund muss ich an einen von den beiden Spielen dran denken. Weil die Musik sich so irgendwie so anhört, als würde die passend zu diesem Spiel halt sein. Okay, jetzt haben wir die Waffen. Okay. Könnte vielleicht was sein, könnte vielleicht auch nichts sein. Wie gesagt, ich will das einfach nur mal ausprobieren, weil ich gucken will, ob das dann irgendwie funktionstüchtig alles wäre. Ich meine, okay, es ist Riesenrohrzange, winziger Griff. Ja, super. I mean, er hat auch eine gewisse Reichweite jetzt dadurch bekommen, glaube ich. Aua. Ich glaube, das macht sogar gar nicht mal wenig Schaden, ne? Kannst du relativ schnell mit angreifen jetzt und das Teil macht ordentlich Wumms. Huh. Oh, 1600. Ah ja, und das war, glaube ich, hier einfach nur... Was war das nochmal? Erhöht vorübergehend den... Was? Vorübergehend deinen Angriff für den nächsten Treffer. Oh, wait. Das kann man zwar natürlich eigentlich normalerweise nicht kombinieren, aber... ...2800. Wobei doch, du könntest das kombinieren, indem du hier so einen Fabelextraktor oder so ähnlich nimmst. Hier, das Ding, was ich da gerade unten drin habe. Diese komische Spritze.
Wenn ich das benutzen würde, ja, dann könntest du das machen. Dann hättest du mal eben so einen 2800er Angriff. Heilige Scheiße. Was für ein Damage. Die andere Waffe. Okay, ich meine, die ist ein bisschen schneller jetzt am Angreifen, weil der Kopf nicht dran ist, scheinbar. Und macht auch nicht unbedingt gerade wenig Damage. Boah, wobei ja doch schon eigentlich. Aber dafür hast du halt die Chance, dass dann brennt der Gegner. Das ist der Angriff? Der ist ja mal ziemlich lasch. Aber cool, okay. Dadurch hast du die Waffen etwas nützlicher gemacht. Finde ich. Nett. Und ich könnte jetzt theoretisch hier die Rohrzange nehmen und dadurch dann sogar noch mehr Schadensreduktion beim Blocken haben, merke ich gerade. Welches von den beiden hat hier Dingensbums? Rase schnell nach vorne und führe mehrere Hiebe aus. Sammle deine Kraft für einen mächtigen Hiebangriff. Halte den Angriffsknopf gedrückt, um einen stärkeren Angriff. Okay, du bist das, wo ich da die Drehung mache mit dem Doppelangriff. Im Vergleich, ne? Ah ne, verdammt, das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Das ist jetzt der Superangriff. ...1800 und das andere machte mal eben, was nochmal? 1300 gerade mal. Ja, mal gucken. Ich werde jetzt natürlich jetzt nicht mit dieser Waffe hier rumlaufen, ablegen. Sonst bin ich nämlich viel zu schwer. Aber ich denke mal, da kann man bestimmt so ein paar nette Spielereien zusammenbauen. Bist du Polandina? Welcome to Hotel Crowd. How may I be of service? Waren hinzufügen. This is a supply box, officially approved by the city of Krad. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. Und als Belohnung bekomme ich ein Ergo-Fragment? Welcome to Hotel Krad. Sind das jetzt die Klamotten, die ich hier hinzugefügt habe, oder das hier? Ein leuchtender roter Apfel, ein frischer roter Apfel. Er sieht aus, als wäre er unglaublich süß und saftig. Ein süßer Apfel. In Krad ist er heutzutage besonders wertvoll. Ich nehme das mal mit, einfach für den Fall der Fälle, weil das wirkt nämlich, als wenn das für irgendwas wichtig wäre. Ach was, wie? Die kann ich hier in rauen Mengen kaufen, wenn ich will. Aber diese beiden hier nicht. Da sind nur jeweils zwei Stück drin und das war's. Okay. So einige hier vorhanden.
Macht das Sinn, die hier zu behalten, oder? Ah ne, ich sehe gerade, ein Schatzsucher könnte dieses seltene Ergo brauchen. Ergo... Mein Furry-Friend kann mal eben daraus irgendwas Besonderes machen. Vermute ich mal. The cathedral. It seems nowhere is safe now. Maybe those who went there seeking refuge became monsters somehow. But the petrification disease turns you to stone, not into a monster. I'm worried about the Malam district, just below the cathedral. I wonder whether there are monsters there too. Sophias Kräfte. I am able to wield Ergo. They call me a listener, because I can hear Ergo. I inherited the power from my mother, who hated it, called it the devil's power. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please, save Krat. Oh, okay. You're full of surprises. A puppet that keeps changing, keeps growing. I can feel a change in your Ergo. Change is never easy. Look at me. A human trapped in the shackles of the past. I wish I was back in Krat before the petrification disease. Before the disaster. Krat was a city of light. A city of joy. I wish I could go back, even just for one day. Okay. Dann mal... Wollte ich nicht eventuell auch schauen, dass ich mehr Stärke habe, um mehr Ausdauer zu haben? Stimmt, da fällt mir gerade ein, muss ich nicht vielleicht noch zu diesen einen Typen in der Kathedrale? Ich will nur mal gucken, ob das so ein Marker ist. Das ist Vinini und mein Typ von der Furry Convention. Ich gehe mal kurz zu dem zurück. Dem einen Typen, der mir hier diesen komischen Wunschstein gegeben hat. Der wollte doch irgendwas von mir, oder? Ist der jetzt noch da, oder ist der jetzt wandern gegangen, oder wie der weit? Ne, der ist noch da. War die Statue vorher auch schon mit diesem komischen blauen Blut beschmiert? Ah, ich glaube schon. Gold coin trees are said to blossom when plague stalks the land. Perhaps they've already bloomed somewhere in Krat. Genau, du wolltest haben, dass ich dir diese komische Goldmünzenfrucht oder was auch immer gebe. Die habe ich bis jetzt aber noch nicht gefunden. Was will denn eigentlich Venini von mir?
I've been investigating the puppet frenzy, and it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? Could you? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Ergo-Wellenlängen-Decoder. Kann das sein, dass ich dann jetzt dann die Puppen verstehen kann? Zumindest die Bosse. Es ist ein Sammelobjekt. Der rote Apfel. Ein von Venini zurückgelassener Ergo-Wellenlängen-Dekodierer. Dieses Gerät findet Fehler im großen Bund, der in den Puppen eingeprägt ist. Venini beschloss, die Ergo-Wellenlängen der Puppen zu analysieren und die Ursache des Puppenwahns herauszufinden. Du solltest in der Lage sein, eine ganze Reihe von Aufzeichnungen zu sammeln, während du die Puppen in ganz Kratt beseitigst. Okay. Oh, stimmt, ich muss nach Dingensbums, Geppetto. Hab ja zwei Quarze bekommen. Kann ich wieder abquarzen gehen? Achso, ja, stimmt, die brauchen einen Legionsstecker. Und Legion-Kalibrierer. Kalibrierer habe ich aber gerade nicht. Ah, ich glaube, die Tür geht nicht auf. Ich glaube, die wäre sonst schon offen, denke ich mir mal. Okay, hier ist der Typ auch nicht mit seiner Maske. Frag mich, wo der rumgammelt. Blockregeneration beibehalten. Behält eine bestimmte Menge an Blockregeneration bei, wenn Schaden erhalten wird. Ja, verdammt. Ermöglicht ausweichen, wenn man am Boden liegt. Ja, das sollte ich, glaube ich, mitnehmen, ne? Das wäre auch nicht verkehrt. Ich sollte, glaube ich, das mitnehmen, weil immer wieder kommt es ja mal vor, dass ich da auf dem Boden liege und kann erstmal gar nichts machen. Vor allen Dingen, wenn man da drin dann denkt an diesen einen, dieser Bergwerkspuppe da, die ja am Brennen war und mit ihrer Schaufel mich da platt machte. Meinte die ganze Zeit Backe Kuchen machen zu müssen mit meinem Gesicht. Ich dachte mir schon, dass du dann hier die zweite Phase bekommst. Bei dem könnte ich dann wahrscheinlich nämlich dann ausweichen, weil ich dann nicht auf dem Boden mehr dann liegen muss. Wertet den Waffenangriff auf, wenn die Waffenhaltbarkeit maximal ist. Wenn Pulszellen entladen sind, wertet den überwältigenden Angriff von Ausweich- und Sprintangriffen auf. Hä? Erhöht den Zerstörungsschaden an Feinden, wenn ein perfekter Block erfolgreich ist. Wertet den Wiederherstellungseffekt von Pulszellen auf? Ja. Rest kann ich ja gleich gucken. Blockregeneration, Reduzierung wird verringert.
Verringert den erlittenen Schaden während Ladungsangriffen und bei Benutzen von Fabelkünsten. Wertet die Widerstandsfähigkeit gegen Attributsleiden auf. Legionsverbrauch während einer Krise verringern. Verringert bei geringem LP den Legionsverbrauch von Legionswaffen. Reduziert die von Sprinten verbrauchte Ausdauer. Verringert die Waffenhaltbarkeitsreduzierung von Ausweich- und Sprintangriffen. Verringert den Ausdauerverbrauch aller Aktionen, wenn Pulszellen entladen sind. Erhöht die Effektdauer von Verbrauchsgütern mit verlängerten Effekten. Erhöht die Effektdauer von speziellen Schleifsteinen. Verringert den Ergo-Verlust von Treffern, wenn es noch wiederherstellbares Todes-Ergo gibt. Werte den Effekt von Fabelkatalysatoren auf. Oh. Eventuell Verbrauchsgüter-Effektdauer? Damit ich dann so ein bisschen was mehr von habe, von zum Beispiel einem Schleifstein oder so. Kann vielleicht nicht verkehrt sein. Okay, und wo ist mein Schatzsucher? Ist der auch irgendwo hier oben oder was ist mit dem? Oder ist er draußen? Oder ist er hier bei der einen Tante da im Rollstuhl? Oh, nee, der ist hier. Oh, it's you. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ergo of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. I've certainly done likewise. Seltenes Ergo. Töte stärkere Feinde, um seltenes Ergo zu erhalten. Der Schatzsucher Alidoro sammelt seltenes Ergo. Bei ihm kannst du Ergo gegen wertvolle Waffen oder Amulette eintauschen. Okay, 7 Spulen Federschwert. Etikette. Ein Regenschirm? Kann nicht zerlegt werden. Okay. 7 Explosionen, was? Ein starker Abwärtsstoß, wenn du nach unten angreifst, verursachen mehrere Explosionen Schaden an vor dir befindlichen Feinden. Ha. Ergo der Flamme des Königs kann auch nicht zerlegt werden. Dreizack des Bundes. Kann auch nicht zerlegt werden. Das ist ja, sag mal. Was ist denn das für ein Blödsinn dann? Ich kriege hier Waffen, die ich aber allesamt nicht zerlegen kann. Weil das dann halt besondere Waffen sind, ne? Ermöglicht Ausweichen selbst bei niedriger Ausdauer. Oh, what? Also kann ich dann ohne Ausdauer ausweichen oder wieder was? Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Ja, für die Bewegung nützliche Information. Aha. Kein Hindernis kann die beste Parade stören. Um eine großartige Show hinzulegen, muss man bereit sein, große Mühen auf sich zu nehmen. Bah. Erhöht den Waffenangriff proportional zur Anzahl der Fabelslots. Erhöht den Waffenangriff. Also einfach nur ein Angriff, oder was? Heißt das dann quasi, wenn ich meine Fabelslots voll habe, mache ich automatisch damit dann mehr Damage? Einfach nur, weil ich sie voll habe? Oder wieder was? Bei einem erfolgreichen, perfekten Block wird vorübergehend der durch den Waffenangriff zugefügte Schaden erhöht. Bei Verwendung von Pulszellen besteht eine Chance, dass keine verbraucht werden. Oh!
Ohne Scheiß, die Amulette, die ich mir kaufen kann, wirken besser als die Waffen. Kann zwar sein, dass die Waffen auch irgendwie ganz toll sein könnten. Aber die Amulette wirken gerade viel interessanter. Und ich kann mir, glaube ich, alle kaufen, ne, wenn ich will. Genau. Ich kaufe mir die Amulette. Und das kann ich dann wahrscheinlich dann erst, wenn dann, kaufen, wenn ich New Game Plus oder ähnliches habe, wa? Wenn es sowas gibt. Okay, was habe ich denn gerade für einen Krempel an? Erhöht maximale LP. So, echt verdammt schwer, ne? Erhöht den Schaden, der Puppen zugefügt wird. Ah, ich bin echt schwer geworden. Ungefähr bei 270 rum. Na, verdammt. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt dadurch wirklich stärker geworden bin oder nicht. Nee, das sieht irgendwie nicht so aus. Hä? Wie funktioniert dieses blöde Amulett? Erhöht den Waffenangriff proportional zur Anzahl der Fabelslots. Kann ich vielleicht noch mehr Info kriegen oder... Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Oder ist das quasi... Der Damage ist derselbe, wenn nicht sogar weniger. Wer weiß, vielleicht ist das so ein Ding, was Sven dann erst seine ganze Power erst dann zeigen kann. Wenn man mehr Fabelslots zur Verfügung stehen hat. Okay, das ist ein Damage Plus. Da merkst du auf jeden Fall ein Damage Plus. Okay, das wird dann... Ich vermute mal wirklich, dass da diese Waffe... nicht diese Waffe. Dieses eine Amulett wirklich wahrscheinlich erst dann brauchbar ist, wenn man mehr Fabelslots zur Verfügung stehen hat. Davor ist das Teil wahrscheinlich wohl nicht wirklich so von Nutzen. Zumindest gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Aber eigentlich müsste man schon irgendwie einen gewissen positiven Effekt haben. Selbst wenn er nur klein ist. Mein Stück weit kam er mir sogar vor, als wenn er irgendwie...
Okay, irgendwo von da hinten wahrscheinlich. Stück weit kam es mir sogar irgendwie so vor, als würde ich sogar weniger Damage machen.